Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit Kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen zum dritten Vlog von der Reise mit der Anthem of the Seas von New York über die Karibik wieder zurück nach New York. Und wir sind hier heute am letzten Karibikhafen angekommen gerade oder legen gerade an, und zwar Labadee. Das ist das Privatresort von Royal Caribbean, wo eben nur die Schiffe von Royal Caribbean anlegen dürfen. Ich glaube, Celebrity war auch schon mal hier, gehört ja auch zum Konzern, aber ansonsten halt wirklich ein reines Resort von Royal Caribbean, eine Privathalbinsel quasi sozusagen. Und ich war vor anderthalb Jahren schon mal hier mit der Harmony of the Seas und es ist wirklich, macht viel Spaß, man kann viel machen. Zum Beispiel ist ja hier auch diese besondere Zipline, die ja sehr bekannt ist. Leider regnet es jetzt gerade, also heute ist das Wetter nicht so toll, aber wir schauen trotzdem mal, was man dort alles so erleben kann, und freut euch in diesem Vlog außerdem auf die zwei Seetage zurück nach New York. Viel Spaß! Und hier vorne sieht man schon die ganzen Gabelstapler und kleinen Trecker, denn die werden gleich mit Essen und Trinken beladen und dann wird das alles an Land gebracht. Denn hier wird alles, was hier dort an Land verzehrt oder angeboten wird, kommt vom Schiff. Das heißt, die Getränkepakete gelten auch und es wird dann eben auch gegrillt und ein kleines Barbecue gemacht heute Mittag. Und damit kann man eben sorglos sein, dass man hier irgendwie was isst, was vielleicht nicht ganz so gut ist oder so, wo man in der Karibik ja auch teilweise vorsichtig sein muss. Also schon wirklich eine tolle Geschichte hier. Jetzt angekommen in Labadee, hier in dem Privatresort, sind wir auch schon an der Stelle, wo die berühmte Zipline endet. Dort oben beginnt sie und geht dann einmal hier ganz übers Wasser und endet dann hinter mir hier an dieser Station. Das ist wirklich ein Erlebnis, das finde ich schon extrem cool. Habe ich gemacht vor anderthalb Jahren, gerade bei schönem Wetter. Heute bei dem Regen wirkt das natürlich alles nicht so, wenn das Wasser nicht so türkis ist und so, aber es war echt toll. Ist aber auch relativ kostspielig, so 90 Euro ungefähr. Manchmal gibt es auch Angebote. Ich hatte es, glaube ich, damals für 70 Euro buchen können, als es dann mal vorab in dem Cruise Planner reduziert war. Aber ansonsten ist es halt schon relativ teuer dafür, dass es halt an sich vielleicht eine Minute Spaß ist. Ne? Aber das ist ja meistens so, dass es dann relativ teuer ist. Ja, aber ansonsten gucken wir uns jetzt mal weiter hier um. Und hier haben wir jetzt nochmal eine Karte von Labadee. Und zwar sehen wir da unten links das Schiff, da kommt man an. Und dann kann man hier komplett entlanglaufen. Man hat überall Strände. Hier, wo man diese Schwimmsymbole sieht, kann man dann baden gehen. Dann gibt es hier hinten in dem Bereich auch nochmal Mittagessen nachher. Hier gibt es überall Bars. Auch hier oben ist nochmal ein großer Strandbereich. Und das ist hier die berühmte Zipline. Die beginnt dort oben. Da muss man dann mit einem Ausflug hingebracht werden. Und dann rutscht man einmal hier komplett entlang und kommt dann relativ dicht am Schiff auch wieder an. Und hier im Hintergrund sehen wir jetzt einen dieser vielen Strände, die es hier in Labadee gibt. Einige oder einer davon ist auch nochmal für Suitengäste reserviert, sodass man dort eben immer eine Liege auch findet. Die liegen übrigens auch kostenlos hier am Strand, also da muss man jetzt nicht nochmal extra für bezahlen. Was hingegen Aufpreis kostet, sind diese Cabanas, die ihr jetzt hinter mir seht. Und zwar kosten die richtig viel Geld. Also diese hier mit Blick auf das Schiff kosten, glaube ich, über 500 Euro für einen Tag. Also das ist natürlich schon, ja, eine Menge Geld. Andererseits kann man sich die dann auch zu viert oder sechs sogar teilen. Wenn man das dann durch die Personen teilt, geht es dann schon wieder einigermaßen. Aber ist ja trotzdem schon relativ kostspielig. Aber das muss natürlich alles nicht sein. Man kann auch ganz normal hier am Strand liegen, auf einer normalen Liege oder auf einem Handtuch. Da muss man eben nichts extra bezahlen. Dort oben die Zipline und unten drunter dann eine schwimmende Bar, sogar mit Bartresen im Wasser. Also mal auch eine ganz coole Idee. Und das Ganze hier eben in schöner Perspektive, direkt am Strand. Jetzt ist es auch schon mehr Zeit fürs Mittagessen und es gibt insgesamt drei Orte auf dieser Halbinsel hier in Labadee, wo man essen kann. Eine davon ist diese Station und was es dort gibt, schauen wir jetzt mal. Das Mittagessen war relativ abwechslungsreich sogar dafür, dass das hier alles an Land gemacht wird. Klar, natürlich so ein bisschen Imbiss-Style, aber das ist ja auch hier landestypisch. Man möchte jetzt ja auch nicht so ein 5-Sterne-Restaurant hier an Land quasi machen. Aber an sich echt eine tolle Möglichkeit. Vor allem schön, dass man nicht extra zurück zum Schiff gehen muss. Währenddessen ich jetzt hier mal so ein bisschen die Liegen am Strand nutzen werde, werde ich euch jetzt noch so ein paar Impressionen von vor anderthalb Jahren zeigen, als ich hier mit der Harmony of the Seas war, und damit ihr auch noch mal seht, wie das besonders aussieht, und noch mal den Blick auch vom Ziplining habt.
und wieder zurück an der Home of the Seas hier in Labadee, Haiti, das Privatresort vom Royal Caribbean. Es macht echt immer wieder viel Spaß, es ist ein tolles Paradies hier und es wird unfassbar viel geboten. Also wenn man das Ganze möchte, kann man das alles machen. Das meiste halt gegen Aufpreis, Jetski, Zipline, Speedboat und so weiter. Die Speedboatfahrt hatte ich ja eigentlich gebucht, wurde mangels Nachfrage abgesagt, aber war ich jetzt bei dem Wetter heute gar nicht so böse drum, weil das war ja leider nicht so schön. Ansonsten echt viel zu erleben. Man kann aber auch einfach mal am Strand liegen, das Ganze entspannt angehen lassen. Kostenfreie Liegen gibt es auch, Barservice geht immer rum. Und das Wasser an sich ist leider nicht so das traumhafte Karibikwasser, was man hier erlebt. Also man mag es vielleicht erwarten, aber es ist relativ dreckig gewesen. Dieses Mal, letztes Mal auch schon. Viele Algen, viel auf dem Grund. Es ist jetzt halt nicht so das kristallklare, türkise Wasser, was man hier unbedingt hat. Es gibt kleine Ecken, da gibt es das, aber in den großen Hauptstränden nicht unbedingt. Naja, jetzt geht's zurück aufs Schiff. War trotzdem ein toller Tag hier und dann geht's mit 2 Seetagen zurück nach New York. Und schon wieder das letzte Auslaufen dieser Reise hier mit der Anthem of the Seas. Wir verlassen jetzt nicht nur Labadee, sondern damit auch den letzten Hafen der Karibik. Aber immer mal wieder schön, das Auslaufen entspannt vom Balkon zu beobachten, wenn man dort oben nicht so diese ganzen Menschen hat und sich einen Platz an der Reling suchen muss, sondern hier einfach mal ganz entspannt und ruhig das Auslaufen beobachten kann. Einfach traumhaft. Zum Abendessen gab es dann heute für mich Lachs Tatar als Vorspeise, dann gab es ein Steak als Hauptspeise und Apfelkuchen als Dessert. Das war von der Qualität her auch alles soweit ganz gut. Und heute Abend schaue ich mir dann nochmal die Show Spector's Cabaret hier hinten im 270 an. Denn abends ist es tatsächlich so, dass sich hier einige Shows wiederholen. Das heißt, Spector's Cabaret ist hier so die Show im 270. Die gibt es dann relativ häufig auf dieser Reise. Genauso wie dann heute Abend auch We Will Rock You im Theater vorne stattfindet. Das allerdings habe ich schon für morgen reserviert. Das heißt, heute Abend könnte man sowohl hinten als vorne nichts Neues sehen. Deshalb schaue ich es mir halt nochmal an. Ansonsten gibt es natürlich dann als Alternative immer nochmal in so den Bars verschiedene kleinere Veranstaltungen. In der Music Hall zum Beispiel dann auch nochmal eine Tanzparty quasi. Da schauen wir natürlich nachher auch nochmal vorbei. Weil es halt auch gut gefallen hat letztes Mal, schaue ich es mir gerne nochmal an heute. Shows hinten im 270 sind immer wieder ein Highlight und wirklich meine absolute Empfehlung, wenn ihr auf einem Quantum-Klarschiff seid, schaut es euch an, reserviert vorher, damit ihr auch auf jeden Fall einen Platz bekommt. Ja, das war dann heute der Tag Labadee, morgen sehen wir uns dann wieder auf dem ersten Seetag nach New York. Guten Morgen an dem ersten von 2 Seetagen in Richtung New York, heute wieder traumhaftes Wetter, richtig schön warm und Sonnenschein, das hätte man sich dann gestern auch mal gewünscht, aber gut, besser heute als gar nicht. Und steht einiges an heute, natürlich wieder sehr viel Action, was bei Royal Caribbean ja so besonders ist. Also North Star fahren, Autoscooter, Klettern, Bodyflying, Surfen auf der Welle und so weiter. Also es gibt so viel zu erleben. Wir schauen uns mal so ein bisschen um, was man heute alles machen kann und was das Schiff alles so bietet. Eine der vielen Attraktionen hier auf dem Schiff ist eben Autoscooter. Das macht immer wieder viel Spaß. Habe ich ja auch schon öfter mal gemacht jetzt auf dieser Reise. Und alles im Reisepreis enthalten. Also kann man eigentlich so oft machen, wie man will. Man muss teilweise relativ lang anstehen, aber macht auf jeden Fall mal Spaß. Es gibt dann hier hinten am Heck dann auch noch die Möglichkeit zu klettern. 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt es dann hier. Und wer dann ganz oben ankommt, kann dann wie gewohnt die Glocke läuten. Und dann gibt es hier noch den Flowrider. Das ist ja hier die Surfwelle. Hier kann man dann den Tag über surfen und das Ganze auf dem Reisepreis enthalten. So leicht, wie es jetzt bei ihm aussieht, ist es dann tatsächlich meist gar nicht. Also man braucht schon so ein bisschen Übung. Aber die helfen einem hier auch ganz gut. Also wenn man das mal lernen möchte, kann man das hier machen. Und dann gibt es dahinter noch Rückport bei iFly. Das ist ja hier die Bodyflying-Anlage, wo man dann den Windkanal schweben kann. Das habe ich ja die Tage auch schon probiert. Das sollte man besser vorab reservieren dann im Internet und kann man dann auch noch frei nutzen. Und wem das alles noch nicht reicht, der findet dann hier noch den North Star. Das ist die Aussichtskugel, die dort oben auf 90 Meter Höhe über das Pooldeck fährt. Und von da aus hat man wirklich einen tollen Blick über das gesamte Schiff. Und wenn das jetzt noch möglich ist, dann probieren wir es mal aus. Weil eigentlich braucht man eine Reservierung. Und ich habe es schon mal gemacht, aber ich versuche es jetzt noch ein zweites Mal.
Nordstar hat jetzt tatsächlich sogar sehr spontan und ganz ohne Wartezeit geklappt. Also jetzt so zum Ende der Reise hin haben das wahrscheinlich die meisten einmal gemacht und dann kommt man auch ganz gut ran. Am Anfang war es dann eher schwierig ohne Reservierung. Aber ich habe euch jetzt so viele Attraktionen gezeigt, was man hier alles erleben kann. Man kann natürlich auch einfach ganz entspannt auf den Liegen ausruhen. Also es gibt hier überall Liegen ohne Ende auf beiden Seiten, wo man sich einfach mal entspannen kann und sich das ganze Treiben von dem ganzen Treiben entziehen kann. Also das ist natürlich auch kein Problem. So, und da ist der erste von beiden Seetagen auch schon fast wieder um. Und heute Abend, wie man sehen kann, vor Midnight, wie letztes Mal auch schon. Und jetzt geht's gleich zum Abendessen. Und eigentlich hatte ich eine Reservierung für We Will Rock You, das ist ja hier das Musical an Bord. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die gibt's einmal am Abend immer und das um 6.30 Uhr. Jetzt habe ich meine erste Tischzeit, immer 5.30 Uhr. Geht dann meist ein bisschen später, Viertel vor 6 ungefähr. Aber eine Dreiviertelstunde zum Essen, noch ein bisschen eher bei der Show da sein. Das ist mir alles zu stressig. Und dann geht die Show auch noch 2 Stunden. Das Ganze dann auf Englisch. Ja, ist natürlich toll. Ich habe das vor 3 Jahren auf diesem Schiff auch schon mal angeguckt. Aber ich brauche es jetzt auch nicht nochmal. Und We Will Rock You habe ich auch schon mal in Deutschland gesehen, auf Deutsch. Also ja, wenn ihr Musical-Fans seid, auf jeden Fall eine tolle Sache. Schaut es euch an. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt so das braucht und dann diesen Stress nicht wollt, dann muss es auch nicht unbedingt sein. Und heute Abend ist das Wetter so schön. Dann gehen wir lieber nachher nochmal entspannt raus. Zum Abendessen gab es für mich heute 4 Gänge. Ich hatte zur Vorspeise eine Erdbeerkaltschale bestellt, dann hatte ich eine Tomatensuppe und als Hauptspeise dann Lobster und als Nachtisch dann einen Schokoladenkuchen mit Vanilleeis. Der Schokoladenkuchen, ja, ich weiß nicht, der war jetzt nicht so das Highlight, aber gut. Die richtige Entscheidung hingegen war, heute Abend dann nicht ins Theater zu gehen, denn diese Abendstimmung heute Abend wieder hier mit einem komplett klaren Himmel, einem wunderschönen Sonnenuntergang, der bevorsteht, war absolut super die Entscheidung und ich freue mich jetzt auf das tolle Ambiente hier und werde euch daran natürlich teilhaben lassen. Guten Morgen am zweiten Seetag nach New York und damit auch tatsächlich schon wieder am letzten Tag dieser 10-tägigen Reise. Ich kann es irgendwie kaum fassen, es ging so unfassbar schnell um, so viel erlebt und so viele tolle Dinge hier gemacht und ja, so ist es halt immer, ne? Ein schönes geht es nochmal schnell um. Aber gut, heute nochmal ein schöner Tag, also von daher alles in Ordnung, bevor es dann morgen zurückgeht. Gestern Abend übrigens noch was ganz Interessantes gewesen, in 270 eine Game Show, die es tatsächlich so auf einem deutschen Schiff nie geben würde, weil so bei so einem Format würden die Deutschen, glaube ich, nicht so wirklich mitmachen. Es ging darum, dass 5 Gruppen gebildet wurden im 270 und die gegeneinander angetreten haben und Aufgaben erledigen mussten, also Challenges quasi. Das war ganz interessant, denn es war auch erst ab 18 und dementsprechend waren die Aufgaben teilweise auch. Also es mussten dann Männer und Frauen Kleidung tauschen, es mussten Piercings gezeigt werden, Tangas gezeigt werden und so weiter. Also alle, die einen Tanga anhatten, mussten auf der Bühne. Unfassbar, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen bisher. War ganz witzig, aber wie gesagt eher auf amerikanischen Schiffen zu finden. Und heute zum Mittagessen nochmal in dem Bedienrestaurant hier American Icon. Schauen wir einmal kurz in die Karte. Es gibt halt immer eine große Auswahl an Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Aber ich finde eigentlich mal diese Kombination aus Buffet und à la carte hier so schön. Und was es am Buffet gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Nach dem durchaus leckeren Abendessen sind die Koffer nun gepackt und vor der Tür und damit endet auch schon wieder eine wunderschöne Kreuzfahrt. Ich habe euch jetzt mitgenommen 10 Tage lang mit der Anthem of the Seas hier in die Karibik und wieder zurück nach New York und mein ganz kurzes Fazit, das Schiff ist super, also man hat hier wirklich eine tolle Hardware, mit der man viel machen kann, 270, die ganzen Bereiche oben, Northstar, Flowrider, Bodyflying, Autoscooter und so weiter, also man hat hier wirklich viel, viel Erlebnis. Man hat sehr hochwertiges Ambiente auch überall, tolle Kabinen und so weiter. Normalerweise kannte ich es halt immer so von Royal Caribbean, dass auch der Service und das Essen dazu perfekt war. Das war jetzt auf dieser Reise leider nicht ganz so. Also da war ich tatsächlich ziemlich enttäuscht, was das Essen angeht, weil es so seine Höhen und Tiefen hatte. Es war teilweise einfach vom Wareneinsatz
schlechter. Es war schlechter umgesetzt, es war schlechter präsentiert, die Teller sahen nicht mehr so toll aus und der Service war nicht mehr so aufmerksam, wie ich es kannte. Aber ich habe meinen Unmut hier geäußert an Bord. Man möchte es optimieren. Ich hoffe, dass das auch funktioniert und bin gespannt auf meine nächste Kreuzfahrt im September mit Royal Caribbean. Da geht es nämlich mit der Symphony of the Seas in die Karibik, wie es dann da ist. Da werde ich natürlich auch wieder live dabei sein und dann das erfahren. Aber ansonsten, natürlich ist das alles immer noch auf hohem Niveau, es ist insgesamt alles super, es ist auf jeden Fall auf dem Niveau, was Royal Caribbean auch verspricht mit 4 Sternen. Es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie schlecht ist oder so, das bitte nicht falsch verstehen, aber es ist halt nicht mehr ganz so das, was es mal war, finde ich, zumindest auf dieser Reise. Und es ist nicht nur meine Meinung, das habe ich auch von Mitreisenden hier erfahren, mit denen man mal so ins Gespräch gekommen ist. Ja, ich nehme euch jetzt nochmal mit zur Farewell-Show ins Theater. Damit soll dann der Vlog enden mit ein paar Impressionen aus dem Theater. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut mal unter dem Video, da findet ihr einen Link. Und wenn ihr darüber bucht, unterstützt ihr damit auch ja, dieses und viele weitere Videos. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian.